die fressen Spinnen. Oder besser spielen mit den Spinnen. Fressen sie dann nicht, sondern lassen sie dann tot liegen. Ja. So ist das halt. So. Ich glaube, wir müssen irgendwie hier mehr Pep reinbringen, Sven. Tanz mal. Ja, ich bring gleich noch ein paar Leute um. Du bringst noch ein paar Leute um, ne? Schön. Eigentlich könnte man auch mal so ein Tabletop-Spiel kommentieren. Da gab es auch mal eine Dame hier auf YouTube, die hat das immer so ein bisschen kommentiert. Das war auch mal ganz lustig. Empfang, ich krieg den Ball? Ich krieg den Ball, ne? Ja. Also meinst du ein Tabletop-Spiel machen und dann einfach nebenbei... Aufnehmen, ja. Per Video, per... Ja, falls es überhaupt interessiert. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen ärgerlich. So machen wir das. So machen wir das. Oh Mann, ich werde so auf den Sack kriegen. Ich hoffe. Ah, wobei, diesmal bin ich ein bisschen cleverer. Hm. Hoffe ich zumindest. So. Ja, ich würde sagen, schmeiß mal rüber die Pille. Mach ich. Ach, der Kleine da mit seinen... Oben in die Ecke. Halblinkskoch. Oh nein. Hätten wir einen. Hast du nur einen Wiederholungswurf weg? Dafür habe ich jetzt 6 diese Runde. Und jetzt hat wieder einen dazugekriegt. Da habe ich wieder 3. Ja. Hm. Der ist raus. Das heißt, ich kann sagen, wer ihn kriegt? Ja. Hm. Der Troll. Ich überlege, ich will es ja eigentlich meinem Pogo-Springer geben, damit er endlich. Ich könnte jetzt entweder gleich das mein ganz schnellen geben. Na toll, ich hab zu lange gebraucht. Hat doch gepasst. Der Pogo-Stick hat den noch gekriegt. Ich habe ja Wiederholungswurf, ne? Soll das passen? Ja, das ist der Nachteil von den großen bösen Monstern, die man so im Team haben kann. Sie können blöd werden. So wie der Troll gerade. In letzter Zeit hört man kaum noch etwas. Wenn sie ihre Probe nicht schaffen. Was leider recht häufig ist. Ja, ist nur eins auf dem B6, ne? Wahrscheinlich ist es gut so, dass wir nichts von ihnen hören. Okay, jetzt bevor wir jetzt noch irgendwas Dummes machen. Boing, 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 boing. Ist so geil. So, jetzt machen wir Dummes. Hey, das war gar nicht so dumm. Ja, einmal ordentlich. Das war gar nicht so dumm. Ja, ich habe da hinten ja noch genug stehen, guck mal. Dass er gleich rübergelaufen kommt. Aui! Ach, was soll's. Ach, wollte ich jetzt kein Wiederholungswurf für verschwenden. So hart wie es manchmal zugeht, ist unter dem Platz sicher gemütlich. Ich glaube, sind sie doch da. Sie zu verschwenden, ich glaube, es bei dir regnet es wohl im Tüffel, du. Ah, ich glaube, du hast wohl nicht mal alle... Nee, im Moment ist ein bisschen bewölkt, aber es du hast wohl nicht mal alle Fussel im Bauchnabel. Boah, sind die hässlich. Boah, diese doofen Grafikbugs nerven mich gerade richtig. Ach so, da ist ein... den habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Was hast du gemacht? Den Baum bewegt, er hat mich gesehen, dass er hinter noch ein Goblin stand und er meinte, wollen Sie wirklich ausweichen? Es klappt nicht. So, wiederholen. Ich sollte gucken, ob der Boden rot ist, wenn ich klicke. Dann sieht man es ja, weißt du, ob er ausweichen. So, gucken wir mal. Ja, nutzt die Chance. Das Laub im Spike-Magazin, Brillen Stöhnlein, der schlechteste Spieler aller Zeiten ist. Wer ist das denn? Ein Goblin, der nur eine Saison gespielt hat. Kaum zu glauben. 30 Fehlpässe in einer Saison. Durchschnittlich mehr als 2 pro Match und Rekordverdächtig. Du kommst immer noch ran. Aber nochmal mach ich's nicht. War ja wohl auch höchste Zeit. Boah, scheiße, warum müssen die Bäume so schwer sein, ey? Das ist doch übel, ist das doch. Okay, Leute binden heißt jetzt die Devise. Leute binden. Ich komme nur mit 2 Zusatzbewegungen an dein Modell ran. Also ich kriege es nicht umgehauen oder so. Das war schon mal sehr schön. Ach, shit. Egal, wir wollten auch trotzdem keinen Wiederholungswurf verschwenden, weil man muss dazu sagen, ich hebe mir einen Wiederholungswurf immer dafür auf, dass am Schluss, wenn ich, wird immer gewürfelt, wie viel Geld man kriegt vom Spiel. Und einen will ich mir eigentlich immer aufheben, weil ich meistens 10 oder 20.000 erwürfel und das muss ich wiederholen.
Es ist zu wenig, davon kann ein Trainer wie ich nicht leben. Wo soll ich denn mein Buckmans Bier herbekommen? Bugmans. Ich glaube, mein Schattenback ist weg. Das Zwergenbier heißt Bugman. Hä, warum ist das hier hinten okay mit den Schatten? Und hier vorne nicht, ach, ist egal. Also es sieht normalerweise nicht ganz so schlimm aus. Was war das? Er hat Wurzeln geschlagen. Ja. Ist egal. Machst du vermutlich eh gleich einen Touchdown, von daher ist er wieder normal. Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind. Troll? Dummer Troll. Doch, er ist umgefallen. Welcher Troll lässt sich von einem Baum verhauen? Na, da zeig ich mir mal. Was wäre, wenn... Was ist eigentlich ein Baumtroll? Ein Troll, der vom Baum gehauen wurde. Du bist dann schon krank, weißt du, oder? Es liegt am Wetter. Es sind hier gefühlte 100 Grad. 120, was sag ich? Es ist einfach zu heiß. Ja, schieb mich ruhig mal beiseite. Ich muss hier so ein paar spannende Kamerafahrten machen. Ja, mal so das Feld. Yeah. Die beiden hatten wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit. Wo war das denn? Ja, Jim, hatte wohl mit dem Austausch. An der Seite da. Rechts. Sehr schön. Oder links bei dir. Aber warum sollte ich jetzt einen Touchdown machen? Wenn ich das Ganze noch eine Runde rauszögern kann. Just for Redem mir mal. Tja, ja, weil du es wieder versaust. Das macht nichts. Dahin, ja, hinterher. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Die Schiedsrichtergilde hat beschlossen, für jedes Spiel einen Leibwächter. Wenn ich dich dahin stelle, schaffst du das? Er schafft es sehr schön. Das heißt, du kannst aufstehen, das ist auch schon mal sehr schön. Und du? Dich schieben wir raus aus dem Feld. Yeah, da kommen die Fans und verprügeln ihn. Yeah, yeah, yeah. Und du hast den anderen Halbling voller Blut gespritzt. Ja, so muss es sein. Weil wer das Spielfeld verlässt, ist feige und wird von den Fans verhauen. Ja. Jawoll! Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegner Mann eine Trage. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegner Mann eine Trage. Sehr schön. Keine Sorge, da wird es sich auch. So, habe ich noch irgendwo was, wo ich ein bisschen Power verplempern kann? Hier können wir einmal was verplempern. Bindest vor allem den anderen gleich mit an. Weich hier einmal aus. So, kann ich noch was machen? Nee, ne? Schön. Tja, das wird doch ein glorreicher Sieg für mich. Ne? Würde ich mal behaupten. Das sah am Anfang gar nicht danach. Ja, bloß weil du den Touchdown gleich vielleicht machst, ist das Spiel dann nicht zu Ende, ne? Ja, werden wir ja sehen. Boah. Ich würde jetzt sagen, mach einen Touchdown oder ich verhau dein Team weiter, aber... Ja, mach mal. Okay. Versuch doch. Vor deinen Halblingen habe ich keine Angst. Ja, dann wird Zeit, dass du die Lions... Ich wollte sagen, ich sehe sogar deine Unterhosen herausflupfen. Oh, ja, das macht mir gar nichts. Da lache ich... Oh, das war toll. Natürlich. Der ist so trollig. Echt? Hast du schon zwei Verletzte bei dir? Das ist ja schön. Danke. Warum hast du denn da jetzt gerade wieder, also weil du so viele hast? Richtig, weil ich es kann und weil ich dich umschmeißen wollte. Nichts wird's geben. Tja. Wirklich was gewonnen hast du die Runde jetzt nicht. Dadurch, dass du kleinwüchsig bist, wie gesagt, gilt ja dieses Gelbe mit den Ausrufezeichen nicht. Drum sage ich jetzt, ach verdammt. Ach verdammt. Das war eine gute Idee. Ja. Okay. Was hat er? Schwer verletzt, aber nichts mit Dickes, okay. Mit einer gebrochenen Nase kann Gobbo umgehen. Aber du kriegst Punkte, ne? Verdammt. Ja, zwei, der hat noch keine gehabt.
Wie viel braucht denn hier oben mein... Ah! Der steht jetzt an ihm dran, ne? Am Baum. Hallo. Kann leider nicht nachrücken, sonst würde ich noch mitkommen, aber... Okay, Witz. Goblins schubsen. Zeit ist wirklich Touchdown. Ah, wie viele Punkte hat er denn hier eigentlich, mein Pogo-Springer? Wenn er Touchdown macht, kriegt er 3, ne? Ah, das reicht nicht. Kann er nur ein bisschen passen, dann kriegt er einen. Ja, auch das reicht da noch nicht. Erstmal fahren wir hier noch einen. Ja, was soll's. Ja, jetzt langsam mache ich doch nicht so ohne meinen Touchdown. Verdammt. Wenn die alle nicht wieder aufstehen, wird's lustig. Warum möchtest du mit dem Halbling? Ich wollte das auch mit dem Baum machen, das ist egal. Ist ja ganz gut so gewesen. Der Baum jetzt umgefallen. Kriege ich noch irgendwie die Leute gebunden da oben? Kriege ich noch eine Runde? Also ich bin, jetzt mal mit Absicht ganz lang, weil ich versuche hier eine Runde rauszuzögern. Das war dumm. Guck mal, er ist wieder aufgestanden. Ja, das war dumm, weil eigentlich sollte der Baum zwar aufstehen, aber... Oh, und das war noch viel dümmer. Der Baum, ja. Nö, das war nicht.